Sind Öffis wirklich für alle offen? Salzburgs Öffis sind nicht öffentlich. Der hohe Preis schließt manche vom öffentlichen Leben aus. Jetzt im So-Wochenkommentar. Salzburg ist eine vergleichsweise kleine Stadt. Es wirkt wie ein großes Dorf. Doch der Schein trügt. Salzburg ist nach wie vor eine Stadt. Will man in der Stadt vorankommen, erfordert es ein Auto, ein Fahrrad oder Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Letzteres ist für Personen oder Familien mit geringem Einkommen oft ein Problem. Denn in der Stadt Salzburg gibt es kein ermäßigtes Ticket für Geringverdiener. Die billigste Variante eines Monatstickets ist das Klimaticket für Salzburg. Dies schlägt mit 365 € im Jahr und somit etwa 30 € monatlich ordentlich zu Buche. Damit sind viele Menschen mit geringem Einkommen vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossen, weil sie sich das Ticket nicht leisten können. Andere Städte sind bei leistbaren Öffis viel weiter. Linz, Wien und vor allem Graz bieten ein ermäßigtes Monatsticket weit unter dem Preis von Salzburgs Klimaticket oder dem regulären Monatsticket an. In Graz kann man mit dem städtischen Sozialpass eine Monatskarte sogar um 4 € kaufen. Auch deutsche Städte haben durch Subventionen vergünstigte Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Auch wenn der Preis in etwa auf dem Niveau von Salzburg liegt, ist zu bedenken, dass deutsche Städte meist größere Flächen und mehr Einwohner haben. Dementsprechend decken die öffentlichen Verkehrsmittel mehr Strecken ab. Großstädte in Deutschland bieten sogenannte soziale Tickets an. In München ist ein ermäßigtes Ticket mit 30 € um fast die Hälfte günstiger als der reguläre Preis. In Berlin kostet es 27,50 €, rund 30% vom Normalpreis, beides weit günstiger als in Salzburg, bedenkt man die riesige Fläche dieser beiden Städte. Es stellt sich die Frage, warum in Salzburg noch kein vergleichbares Angebot existiert, zumal die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nur schnell, umweltfreundlich und eine echte Alternative zum Auto sind. Ein ehemaliger Obdachloser weist auf diese Problematik hin und hat eine Petition für einen Mobilpass in Salzburg gestartet. Ralf H. zeigt auf, dass die Öffis in Salzburg kaum bezahlbar sind. Es gibt Personen, die sich diese überhaupt nicht leisten können und dadurch enorm eingeschränkt sind. Das Klimaticket in Salzburg war ein erster Schritt, um den steigenden Preisen bei Öffis entgegenzuwirken, aber das ist bei weitem noch nicht genug. Es erfordert genaues Hinsehen, wer alles Öffis benutzt und vor allem, wer sie benutzen könnte, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Öffentliche Tickets nicht am Einkommen zu bemessen, grenzt beinahe an Diskriminierung, da man Personen von der Teilhabe im öffentlichen Leben effektiv ausschließt. Salzburgs Öffis sind also keineswegs öffentlich.